willkommen zum Abendunterhaltung der Musikgesellschaft GAS und der Leitung von Roman Heyerling. Mit dem Marsch «Alte Kameraden» haben wir so unsere Zeitreise hier oben musikalisch schon ein bisschen begonnen. Unser Motto «Wer hat an der Uhr gedreht?» Eine Zeitreise von der NBG in den letzten Jahren und wer weiß, vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft. Apropos Zukunft, in zwei Jahren feiert die NBG 125 Jahre Jubiläum. Da und vor allem durch den mysteriösen Fund der Hölle von unserer Zeitmaschine ist der Grund für unsere Wahl vom Motto. Die verschiedenen Zeitepochen von der NBG, die können recht spannend werden. Sind wir mal gespannt, was dabei so alles rauskommt. Stegreifen zum Beispiel ist natürlich auch früher schon Mode gesehen. Das hat dann sicher einen lustigen Abend gegeben, nachdem es zweimal Kopieren gegeben hat und gesagt hat, jetzt spielen wir noch eins zusammen. Mit dem Stock, ein Abend ins Lüftchen, werden wir heute Abend weiterführen und mit drei in den Zähler von etwa 1885 einmal ein bisschen führen, gehen wir über das Zeitalter von 1900. Viel Vergnügen. Thank you.
wären jetzt eben von den ehemaligen Gäsermusikanten, die ihnen jemand etwas erzählen aus früheren Zeiten von der Gäsermusik. Jeder unter ihnen kennen wir vielleicht noch. Mein Vater war ja der Lehrer aus ihrer Heilung an der Langasse. Jetzt möchte ich Ihnen aber erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt Musikant geworden bin. Ich bin jetzt im 1948 angefangen, wo ein eidgenössisches Musikfest in St. Gallen stattgefunden hat. Und Gäsermusikant hat Musik hat dort teilgenommen. Übrigens, von hier an hat nie mehr ein eidgenössisches Musikfest in St. Gallen stattgefunden, bis nach vor 2 Jahren. Musik ist dann am Sonntagabend, 2 Brocken, Station Gäs West, empfangen worden. Die Halbdorfbevölkerung hat auf das Totsbund noch 3 Zöger gewartet und Musik mit Applaus begrüßt. Die Röstgewirte ist mit einer Humpe parat gestanden und dann ist es mit Marschmusik zum Dorfplatz gegangen. Mit dem stolzen Fähnrich im Goldwohlwehrkranz voraus und die Bevölkerung gingen an. Ich war noch gerade sinnig und da hat mir das erste Mal das Musikantenführer gepackt und dann gedacht, oh, da hätte ich auch können, so groß mitmachen. Ist dann aber etwa noch 2 Jahre gegangen, bis ich einmal musste, zum Vater in die Waffe holen habe. Der ist der langjährige Musikpräsident der Alois Baumann, gerade im Haarschneider geköpfelt und hat mich gefragt, ob ich nicht gerne eine Trompete hören würde. Ist der Joke ein bisschen überraschend gekommen, habe aber zugesagt und habe dann schon bald die erste Stoppe ihm nehmen können. Da ist dann rumgegangen in meiner Schulklasse wie eine Laufführung. Und zwar haben gerade ein paar auch wollen lernen hören. Etwa 7 sind wir sicher gewesen, mehr Instrumente hätten nämlich Musiker nicht mehr gehabt. Und ich glaube, von diesen 7 habe ich etwa 4 heute schon gesehen im Saal. Und ich hoffe, wir sehen miteinander. Nach einem guten Jahr habe ich dann eine Aufnahmeprüfung machen beim Dirigent. Eine halbe Stunde von der Musikprobe. Als ich bestanden, und habe dann dürfen eine Macht zu den grossen Historien hocken, habe ein Marschbuch bekommen, wo es den Grabgrossen gespielt hat. Da ist in einem Tempo gegangen, ich bin weder mit Schauen noch mit Blasen an. Auf einem heutigen Konzert vor ein paar Wochen habe ich noch ein Notenverzeichnis von der Musikgesellschaft Gäsel schauen. Die haben dann eine Tiptopionik, alle Musikstücke bis hin zurück sauber eingeordnet. Und wer ist denn der Marsch? Der österreichische Soldat ist aufgestochen. Das ist ein früher hochstehendes Blasmusikwerk. Ist mir dann aber in Sinn gekommen, dass ich den Marsch aus dem ersten und zweiten Zahltag nach der Stiftung der Musik gekauft habe. Ist ein schönes Schritt in Strassenmarsch, was mir aber als junger Trompeter ein Mensch speziell gefallen hat, sind die Fanfaren im Trio, wo die Trompeter zu los haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen mit dem Marsch und achten Sie dann im Trio auf die Trompetenstimme.
österreichische Soldat. Ein Militärmarsch, haben Sie gerade gehört, geschätzte Damen und Herren. Ja, um die Zeit der beiden Weltkriege sind so Märsche natürlich ungeheuer populär gewesen. Und auch im Repertoire der Musikgesellschaft Gäs hat es einen Haufen so Märsche gegeben, wie den, den wir jetzt gerade gehört haben. Nebert, wo die Zeit nachzu noch selber erlebt hat, er ist 1955 in die Musikgesellschaft eingetreten, bei dem sind wir heute zu Besuch. Und wir plaudern mit ihm über die alten Zeiten. Wir sind hier beim Martin Walser. Ich stelle mir vor, früher war das vor allem auch dann, mit Ehe verbunden gewesen, und man ist dann ein bisschen nebert gewesen, wenn man in der Musikgesellschaft mitspielen durfte. Wie war das für dich gewesen? Erstens einmal, als man zur Musik ist, ich gesehen, man hatte auch keine wenig Möglichkeiten gehabt, um sich irgendwo anschliessen und betätigen. Und die Sache Verein ist vielleicht ein Gesangsverein, Turmverein oder ja, oder dann eben die Musik gefragt haben. Jutta war da noch nicht mehr gewesen, oder? Da hat absolut nichts gesehen. Da war keine Konkurrenz gewesen. Und ich hatte dann die Gelegenheit, gehabt, zwei, drei Schulkameraden, kurz vorgängig zu der Musik dazugekommen sind. Und da hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich als mit denen angeschlossen habe. Oder? Mhm. Also, ist ja noch gelungen gewesen, als wir dem direkten Müller, das haben wir ja nie Dulzis gesehen mit ihm, oder? Er ist bei uns auch der Direktor, Herr Direktor gesehen, oder? Mhm. Ich habe ja da als quasi junge 17-Jährige haben wir ja da schon Mitglieder gehabt, die 60, 65 gesehen sind. Und das ist mir also im ersten Moment so komisch vorgekommen, um diesen Referenzkollegen Dulz zu sagen, oder? Früher haben wir teilweise Leute noch mit ihr angesprochen, oder? Weniger mit sie, aber haben ihr. Ja. Wie war das früher noch gesehen? Man erzählt sich ja abenteuerliche Geschichten von den Proben früher noch. Wo haben die geprobt und wie ist das abgelaufen? Verschiedentlich haben wir auch in Restaurant geprobt. Ganz aktuell war es in der Zeit noch gesehen, 50 Jahre im Restaurant Rössli, wo jetzt schon lange eingegangen ist. Oder? Man hat dann einmal vorgängig, ist man meistens noch weg in die Wirtschaft hier. Und wenn man dann halt vielleicht das Bier noch nicht ganz aufgehört, hat man da mit die Probe genommen, oder? Und hat es unter den Notenständer gestellt, oder? Eben das Bier unter dem Stuhl oder unter dem Notenständer. Und man erzählt sich auch noch Geschichten, man hat dann auch noch geraucht während der Probe, oder? Hat noch jeder Brisago dabei gehabt? Also, geraucht haben wir nicht während der Probe, aber Brisago haben wir manchmal noch im Notenständer alle eingeklemmt. Ah, genau. Also, wir reden heute noch über die von Platzkonzerten, die gespielt worden sind hier früher. Wir haben schon gehört von Marschmusikstrecken, die dann eben vom Rössli aus gemacht worden sind. Ich glaube, quer das Dorf durch. Ist das da gang und gäbe gewesen, dass man noch quer das Dorf Marschmusik gemacht hat? Am Montag, da hat man Platzmusik gehabt. Und die ist, man hat sie beim, trotz mal im Krankenhaus, haben wir sie besammelt. Und ist dann bis in die Felsen runtergelaufen, oder? Und das war so weit einigermaßen ein bisschen Stress gesehen, aber ich muss sagen, man hatte noch verschiedene Zwischenhalte gehabt, oder? Und hat dann auch mal etwas trinken gegeben. Also gross Durst haben wir nie müssen leiden, oder? Aber das sind so Sachen gesehen, oder? Vielleicht heute gerne aber machen könnte, schon rein vom Verkehr her, oder? Ja. Also ist dann auf der Hauptstrasse? Ja, selbstverständlich. Ja, ganz da ein Farbe. Und an jedem angeschriebenen Haus einmal ein bisschen gehalten? Meistens schon, ja. Dann kurz nach dir, nämlich im 1956, haben wir die Unterlagen in Not, du bist die erste Frau im Verein aufgenommen. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da hier wahrscheinlich auch noch ein bewegtes Gespräch gegeben hat im Verein. Magst du dich daran noch erinnern? Oder das war einfach neu gewesen. Ein Kriterium war, eine Frau, die können wir ja auf der Marschmusik gerne brauchen. Eine Frau könnte doch nicht im Takt auf der Marschmusik laufen, oder? In der Marschmusik laufen. Und zum Glück, also hat die Mehrheit von der Musik hat dann gleich geflossen, man will da Risiko eingehen, oder? Hat aber noch junge Mitglieder auch gehabt, die sie massiv dagegen gewirkt haben. Und als dann halt dann nicht so schlecht rausgekommen ist, hat man ja dann gesehen, am Musik
Fest Zeit, ein kantonaler Musikfest. Oder da ist Lisbeth das erste Mal auf der Marschmusik auch mitgelaufen, oder? Und hat dann noch einen guten Erfolg gehabt. Wir sind dann da, trotz der Frau mit dem Goldläubchen. Ja, und wir machen weiter mit Musik. Wir spielen nochmal eins, auch ein Stück, das schon früher im Repertoire der Musikgesellschaft Gäs war. Und zwar eine Polka, die Sakwitschka-Polka. Jetzt, Martin, ich weiss gar nicht, kennst du den noch von früher? Also, am Namen noch kann mich noch erinnern. Ich könnte jetzt aber nicht anfangen zu singen, wie er tönt, oder immer mit euch überraschen. Aber ihr habt viele Polkas, also auch im böhmisch-mährischen Stil, auch etwas gespielt. Haben wir auch etwas gespielt. Ich muss aber dann sagen, dass wir dort mal auch schon Konzertstücke hatten, zum Beispiel von holländischen Komponisten, oder ähnlich gesehen, der Molien. Wir haben dann halt auch schon ein bisschen über die Grenze, ist dort mal schon geschaut worden, oder? Und aber vielleicht schon noch eh ein bisschen im volkstümlichen Stil ist, weil er schon noch gewesen, oder? Also jetzt die englische Musik haben wir hier noch nicht gekannt, aber ja. Ja, und wir schauen auch über Grenzen, und zwar eben Richtung Tschechien. Mähren ist ein Gebiet in der heutigen Tschechischen Republik, und wir spielen Sakwitschka-Polka. Viel Vergnügen! Thank you.
im Fall. Der Komponist Jakob Kirchsteiner ist nämlich so unser Dirigent gesehen. Bei dem wollte ich auch eine Aufnahmeprüfung machen. Nach dem Jakob Kirchsteiner hat er dann keine Glück mehr mit dem Dirigent. Bis dann wieder der Wiesi Ballmann gesagt hat, und jetzt gehen wir auf St. Gallen runter zum Musikdirektor Willi Müller. Wo Fröge nützt es nicht, so schätzt es nicht. Jetzt kenne ich ihn nämlich persönlich vom Musikverein Jeso her, wo er früher noch gespielt hat. Er ist dann mit dem Bescheid hergekommen, er würde es gerne mit uns probieren, aber er hat noch einen Samstag Abend zu verlieren. Und da ist für uns gerade ideal gewesen. Weil ein paar von uns Jungmusikanten bereits zum Teil auswärts in der Lehre waren, sowieso nur noch am Wochenende her sind. Stellen Sie sich vor, wir haben heute noch einen Samstag an Musikprobe. Aber für uns hat es gepasst und wir hätten dann noch grob sogar noch ein bisschen länger hüpfen oder Stege werfen, weil wir am Morgen niemand nicht arbeiten. Und das war also fast so schön gewesen, wie drei Stunden am Musikantenstadel oben Silbereisen und Ritter das. Mit dem Willi Müller ist es der musikalische Rechtopsitag. Im 1960 ist ein kantonales Musikfest, da hat wohl der Martin auch schon betont, stattgefunden. Und da haben wir uns stinkfrech in der zweiten Stärkeklasse angemeldet. Und haben in dieser Kategorie sogar den ersten Rang gemacht. Dann pflegt Gäsermusik auch noch schöne alte Traditionen, wie so zum Beispiel der Laternen und sogar Brücken Sonntag. Für den Anlass haben wir einen Tod zu mindere Zeit noch ein ganz technisches Wunder im Einsatz gehabt als Maschen und Beleuchtung. Da ist das Hinterste im Chor der Lampenträger gelaufen. Da wären anstatt der Fernlicht der Rentenlicht gesehen. Der hat jeden Fernlicht an einer Stange die Rundwolllampe müssen tragen. Oben an der Stange hat es einen grossen, silbernen, glänzigen Trichter gehabt mit der Kabinlampe in der Mitte. Und hinten zählen die Musikanten, die hinten die Noten beleuchten. Über die hinteren zwei Glieder hatten sie schon ein bisschen Licht gehabt, aber die vorderen haben halt alle so hoffen können, glauben, in einer Wohnung. Oh, bis dann die Dunsten endlich einmal brennen, bis zum Abmarsch. Aber gestunken sind, hat sie den Jungs durch. Ich weiß nicht, ob es noch gibt, Kabit, und ich weiß auch gar nicht, was da gesehen ist. Je nach Winterling hat sie dann brennt und den ganzen Umzug durchgehört, und manchmal ist sie halt in der Rose noch schon verstopft. Und Dorfmann sind natürlich die Strassen noch nicht schwarz gerückt worden. Meistens hat es einen Käse in den Schnee oder Eisbruch gehabt und ist nicht alles so einfach gewesen, zum Marschmusik zu machen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Marsch in die Ostschweiz grüßt von unserem damaligen Dirigenten Jakob Kirchsteiner. Thank you.
So, ein schöner Brauch ist das, wo noch ein guter Test wahrscheinlich war. Hat er auch die Walde oder die Walde gewinnt, aber wir haben das nicht gewusst. Wir haben da uns gegessen, macht ihn mal nicht Sinn, ich sollte es einfach komponieren. Da sind wir am Morgen in dem Sitti in der Traube hinten losmarschiert. Da haben wir ein paar Stöpfe gespielt. Und die Tour ist dann bis in Felsenick gegangen. Haben wir ja heute auch vergessen mit dem Strassenverkehr. Wir haben aber morgen gesagt, wir müssen noch wissen, wie wir schritten. In den Jahren 1950 bis 1960 sind dann auch noch die ersten Fremdarbeiter aus Italien in die Schweiz gekommen. Das Gas sind auch ein paar eingetroffen und vor allem hat man erfahren, dass er Musikant ist. Er ist dann noch tatsächlich in Musik gekommen und man hat ihm dann ein Messkopf gegeben. Bei denen, die in Sachen Blasinstrumente nicht so sich auskennen, Messkopf ist halt vor allem in der Marschmusik ein Begleitinstrument und macht halt Beistuch. Und wo man dann in der Muttertagsmarschmusik im Rössli anruft, ist natürlich Frau Rucker wieder mit einem üblichen Hundparat gestanden. Dann hat es aber der Italiener Musikant verjagt. Er ist zum Präsidenten gehören, hätten sie Sesshoff in den Händen und gesagt, jetzt fertig, Musik auf Artikel, ich will immer machen, klack. Und ich habe. Lange hat er die Möhne, die Tour, die Verwertung gemacht, die sind ganz nicht da. In 1960 haben wir dann eine neue Fahne eingeweiht. Hier haben wir dann ein Rechtsfest auf Bärchen. Partensektion ist der Musikverein Jesau gesehen. Zum Festabschluss hat es dann noch einen imposanten Gesamtchor gegeben. Zusammen sind wir doch über 80 Musikanten gesehen und haben ja auch Begriff Dirigent gehabt. Und die Fahnen, die wir hier eingeweiht haben, die haben gegessen, Musik heute noch. Der Musikverein Jesau ist mit einem Extrazug über Appenzell angereist. Wie die da los und hoch hergebracht hat mit den beiden Bahnen ABS, ja, ist mir heute noch ein Rätsel. Die haben hier miteinander nämlich jeden Fahrgast vergonnen und sind dann ans Appenzell möglichst vor der Nase abgefahren. Beim Musikverein Esel hat es aber ein paar Berner gehabt und ein Lokführer und ein Kondukteur hat sich müssen verpflichten, den Zug zu führen. Das Jahr hat natürlich auch eine Nacht extra zu stellen für den Herrn. Am Morgen zwei hätte er fahren. Wir sind dann noch ein paar Gäsermusikanten mit am Bahnhof. Der extra Zug ist auch tiptop parat gestanden. Nur der Wagenführer und der Kondukteur sind dann ein bisschen nervös umeinander geschossen. Dort bei der Rest ja niemand dran denkt, dass noch am Betriebsschluss zur Nacht der Strom abgestellt wird. Aber der Lokführer hat sich den Zeiger gewusst. Er ist ins Depot hingesprungen und hat gewusst, wo man den Pumpen schaltet. Und dann mit etwa einer halben Stunde später ist dann der Zug mit dem Musikverein und der Randkappenzell zurück. Und dann ist Hans Jahr 1962 gekommen, wo ich auch von Gas vorgekommen bin. Die Musik hat man am Hochzeit noch vor dem Nachtessen im Rösti am Hochzeit. Wir können da also den Abschiedsstand gebrochen. Hätte mich schon noch nicht mögen. Das war eine schöne Zeit, die Gäsermusik. Ja, ich darf noch viel zu erzählen. Wie die alle Röhrlich Gäbnis tun. Da sind wir dann zu Fuss der Ruf und haben dann noch da mit den Bauern ein paar gespielt. Und auf dem Gäbnis oben hat man dann noch ein Schlusskonzert gemacht. Und die vier Fuhren während der Sommerferien an der Samstag, wo alle mit einem Platzkonzert von der Musik angefangen haben. Nachher war schon mit Tanz gesehen. Einmal in Madler, einmal in Rohr, einmal in Falken oder in Hirschen. Sie sind, die Musikanten, haben also keine Möglichkeit gehabt, so Ferien machen. Und der Materialtransport mit der Ständerkiste, Hauken etc.
Wir haben zwei Musikanten mit einem Lädern werden besorgen. Jemand, der kein Auto hatte. So, und jetzt hoffe ich, ich habe sie mit meinen alten Geschichten nicht langweilen. Sie sind ja schließlich an einem Konzert oben und wollen einen Vortrag. Aber Sie kommen jetzt dann schon noch in Genuss von ganz schöner Blasmusik. Und dazu wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung, einen schönen Abend und kommen Sie wieder zum Teil. Das macht mich an. Als nächstes würde ich mir L'Astoria spielen, das ist von Jakob de Haan, sehr berühmter Blasmusikkomponist mit viel bekannten Werken. Bevor es dann aber so weit ist, ein paar kleine Informationen. Dank diversen Sponsoren, die denen ich herzlich verdanken, konnte man eine wunderbare Tombola aufstellen. Danke vielmals allen und Ihnen danke vielmals, dass Sie zünftig bei der Lösung so entgegen. Ebenfalls die Sachen zugeliefert kann man in der Küche und auch bei den Geschränken. Und wer den anschliessend und ein Verdauungswissen hat, der kommt auch ein paar Hände noch ans Öko. Wenn ihr es nicht braucht zum Verdauen, dann habt ihr zumindest unten ein bisschen die Küche. Also, wir wünschen Ihnen noch viel Spass mit L'Astoria und anschliessend eine Pause mit einem kleinen Highlight von den Junglösern. Die spielen Ihnen dann noch ein paar Hits von den 70er Jahren. Danke vielmals.